Es geht weiter. Es geht immer weiter bei Civilization 6. Immer noch eine Runde. Herzlich willkommen zurück zum Let's Play Civilization 6 hier mit dem Kaiser auf Kaiser. Ein kurzer Überblick vielleicht mal über die strategische Ansicht, denn wir wollen mal einen kurzen Blick darauf werfen, wie es zurzeit aussieht. Und hier seht ihr das Heilige Römische Reich deutscher Nation. Ha? Angefangen bei Aachen, hier drüber gewalzt mit meinen Truppen, dann dem Peter guten Morgen gesagt, jetzt dem Spanier einmal ins Gesicht gespuckt und dann den deutschen Frieden hergestellt und jede Menge Gold abgegriffen. Im Augenblick kriege ich ja 9 Gold von Philipp noch, jede Runde. Das ist noch ganz okay. Für 12 Runden. Das gibt mir die Zeit, wie ihr sehen könnt, in meinen Städten überall die Hanse zu produzieren. Ein besonderer Komplex, der Industriekomplex der Deutschen, der die Produktion und die Wirtschaftsfähigkeit meiner Städte dramatisch steigert. Sobald die fertiggestellt sind, kann ich mich wieder voll und ganz in den Krieg stürzen oder in die Produktion von Wundern oder was auch immer. Kurzer Überblick. War kurz genug. Ich würde sagen, damit fangen wir einfach mal wieder an hier. Dieses kleine Barbarendorf möchte gerne vernichtet werden, aber der Reiter ist natürlich nicht gerade der geeignetste, um den Speerkämpfer zu besiegen. Denn Speerkämpfer sind selbstverständlich recht effektiv im Kampf gegen Reiter. So, Freund der Sonne. Du bist vernichtet worden. Zernichtet. Diesen Stein hätte ich ganz gerne. Den Gips habe ich schon. Was macht der Handwerker jetzt? Was macht er jetzt? Im Augenblick kann er nicht wirklich viel tun. Ich habe aber auch Angst, den auf Ausruhmodus zu setzen. Weil ich ziemlich sicher bin, dass ich ihn dann vergessen werde. Deshalb wird er mal nach Frankfurt gehen und gucken, ob er Frankfurt nicht eventuell ein bisschen helfen kann. So, Sansibar baut Minen. Minen werden oder sind jetzt bereits schon viel, viel stärker geworden. Am Anfang des Spiels machen sie nur eine zusätzliche Produktion. Jetzt bringen sie schon zwei zusätzliche Produktionen. Und sind damit doppelt so gut wie vorher. Ja. 1 plus 1 gleich 7. Und hier stehen meine Truppen, meine Jungs, meine Boys. Brauche aber erstmal ein Katapult. Ich brauche erstmal einen Katapult, denn Valencia, wie ihr sehen könnt, hat ziemlich stark befestigte Mauern. Und hier wird weiter fleißig die Religion Grima Grima verbreitet. Wunderbar. Heidelberg glaubt jetzt Grima Grima. Schönen guten Kaffee. Hier sind noch Barbaren in der Nähe. Na komm, den letzten kleinen Schluck, den kannst du dir gönnen, oder? Ja, voll. Nice. Ach, guck mal, eine Meeresressource. Das ist leider nur eine Bonusressource, schade. Gut, in Heidelberg ist Grima Grima verbreitet, in Candyland auch. Magdeburg braucht noch dringend Grima Grima. Ganz dringend. Und hier oben ist irgendwie ein Barbarenspeer noch unterwegs. Keine Ahnung, wo der herkommt. Aber der möchte ganz gerne abgeholt werden. Achtung, Achtung, lieber Friedrich Barbarossa. An der Anmeldung können Sie sich jetzt einen Barbarenspeer abholen. Ja, oder so ähnlich. So, was können wir weitermachen? Aachen hat fertig gebaut, seine Hanse. Gut, gucken wir uns mal die Hanse an. Wo haben wir sie? Das ist die Hanse hier. Ja? Die bringt jetzt bereits 3 Produktionen. Ich könnte dort jetzt eine Werkstatt draufbauen, was nochmal die Produktion um 2 erhöhen würde, einen Bürgerplatz freischaltet und einen Punkt großer Ingenieur jede Runde. Klingt nicht nur ziemlich gut, das ist auch ziemlich gut. Aber 29 Runden ist natürlich ein ganz schöner Hammer. Nichtsdestotrotz, irgendwann muss man es halt anfangen. Dieser Umschwung auf Wirtschaft, den muss man irgendwann im Spiel tätigen. Ja? Irgendwann ist es halt soweit. Und der kostet seine Zeit. Also das darf man nicht unterschätzen. Die Umrüstung von Kriegsproduktion. Oh, was haben wir denn da? Da muss irgendwo ein Barbarendorf da oben noch sein.
Eieieiei. Dann schicke ich mal schnell meinen Reiter hin. Dieser Umschwung von wirtschaftlichem Aufschwung. Ja, die blühenden Lande in der DDR sind auch nicht von heute auf morgen entstanden. Das hat seine Zeit gedauert. Und genauso ist das halt hier auch in Civ 6. Man baut nicht eben einfach mal überall Hansen und dann ist alles schicki, sondern das dauert tatsächlich seine Zeit. Dieses zweite Eisen brauche ich unbedingt noch. Ja, das Gelände gefällt, wird gekauft. Das zweite Eisen brauche ich dringend dafür, dass ich Schwertkämpfer bauen kann. Denn Schwertkämpfer erfordern zwei strategische Eisenressourcen und ich hatte bisher nur eine. Deshalb ist es so unheimlich wichtig, dass ich die mir jetzt freischalte. Oh Gott. Rückzug! Rückzug, Männers! Da kommt ein Schwertkämpfer. Der ist ein bisschen hart. Der ist ein bisschen besser als mein Bogenschütze. So, Kleopatra, was möchtest du denn? Du möchtest mir 90 Gold und offene Grenzen von dir brauche ich nicht. Na komm. Bitteschön. Ich brauch's einfach, ich brauch das Gold einfach gerade so dringend wie nur irgendwas. Ich brauch jeden Klumpen Gold gerade, den ich kriegen kann. Weil dieser wirtschaftliche Aufschwung, der muss jetzt vonstatten kommen, sonst ist es zu spät. Ich möchte nämlich gerne gleich meine ganzen Bogenschützen in Armbrustschützen verwandeln und ich kann euch versprechen, das wird ganz schön teuer. Das wird ganz schön teuer. Aber es lohnt sich, auch das kann ich euch versprechen. Hier wird die Hanse auch gleich fertig. Sehr schön. Auch Menschen können kaputt gehen. Auch Menschen können kaputt gehen, das ist vollkommen richtig. Bauwesen könnte ich mir gönnen, Mathematik. So, jetzt guckt mal, die Aufwertung von einem Bogenschützen zu einem Armbrustschützen kostet 600 Penunsen. 600 für eine Aufwertung. Wahnsinn. Das ist absoluter Wahnsinn. Das ist verrückt. Da oben gibt es eine richtig gute Hanse. Das ist Wahnsinn. 600 Goldstücke. Ich wusste zwar noch, dass es teuer war. Aber 600 kann sich ja kein Mensch leisten. Vielleicht will der mir noch ein paar Ressourcen abkaufen. Hey, das ist einfach so unendlich. Echt, das ist einfach nicht schön. Das sind so solche Geizkragen. Sehr gut. Vernichtet. Aber ich muss da oben dennoch mal gucken gehen, was da an Barbarendörfern jetzt vor mir liegt. Unbesiegbarkeit liegt in der Verteidigung. Die Möglichkeit. So. Plus 1 Gold in allen Städten. Habe ich schon das mit dem Aufwerten, dass das billiger wird? Leider noch nicht. Es gibt nämlich so eine militärische Politik. Dort kann man dann die Einheitenaufwertungen verbilligen. Das habe ich leider nicht als Auswahl. Ich muss mich halt da dringend oben um dieses Barbarendorf kümmern, das nervt. Das nervt sonst irgendwann.
Die hören nämlich nicht mehr auf, Einheiten zu produzieren. Also die hören damit nicht auf. Die produzieren jetzt weiter, bis sie vernichtet werden. Ah, Jerevan hat die Hanse gleich fertig. Ah, diese Stadt ist so geil. Und da haben wir auch schon den nächsten Barbaren. Herzlich willkommen in unserem Reich. Oh, Jerevan. Hat immer noch nicht die Zeit gefunden, das Monument zu reparieren. Und wird die Zeit auch jetzt nicht finden. Wir brauchen Werkstätten. Jerevan baut mal so schnell, wie sie können. Wo bist du? Wo bist du, du kleiner Barbar? Ich werde mal meine Runde hier beenden, weil wenn ich jetzt noch ein Feld vorlaufe, dann kann es durchaus passieren, dass der Barbar mir direkt gegenübersteht und mich angreifen kann. Und das möchte ich jetzt gerade erstmal vermeiden. Da ist er hin. Egal, erstmal muss dieses Dorf weg. Sonst hört das, wie gesagt, nicht auf, Einheiten zu produzieren. Ja, ja, ich benötige überall mehr Wohnraum. Ich kann mich nicht um alles kümmern, Boys. Ich kann mich nicht um alles kümmern. Och, eine Galeere hat der hier auch schon produziert. Reiter sind so schön flexibel. Der kam jetzt überraschend. Der kam jetzt überraschend. Ja, Überraschungskrieg. Okay. Okay. Ach, komm weg hier. Ich will. Du bietest mir ja gar nichts. Das ist ja ein Witz, was du mir bietest. Wenn ich meine Studien neu. Oh, shit. Da muss ich jetzt zusehen, dass ich meine Einheiten noch wegkriege vor denen. Also Kleopatra erklärt mir den Krieg. Ich habe eigentlich genug Truppen hier zur Verteidigung. Das dürfte eigentlich... Dürfte ihr Plan nicht funktionieren hier. Das ist so gut. Hab Feudalismus-Ausrichtung. Wo ist denn die Feudalismus-Ausrichtung? Wie weit bin ich denn da noch weg? Eieieiei. Aber das kriege ich hin. Also mache ich erstmal hier die billigen Technologien. Kümmere mich erstmal um die Dinger, die schnell gehen. Auch die müssen ja irgendwann gemacht werden. Oh. Oh, die Sondereinheit vom Ägypter, der Marianu-Wagenbogenschütze. Was kann denn der? Da hilft die Zivilopädie weiter. Ägypten. So, dann gucken wir mal, was kann denn der? Marianu-Wagen. Marianu-Wagenbogenschütze. Zwei Fortbewegung. Zwei Reichweite. Ja, gut. Das beeindruckt mich jetzt ehrlich gesagt nicht so ungemein. Also ist jetzt schon nicht schlecht, aber... Macht mich jetzt auch nicht... Es lehrt mich nicht das Fürchten. Kleopatra, ich weiß nicht, was das hier für ein Krieg werden soll, den du hier... Werkstätte, wir benötigen mehr Werkstätten. Ich bin dabei, hier meine Wirtschaft zu pumpen, also machen wir das auch richtig. Entweder ganz oder gar nicht. Keine halben Sachen hier. Oh, weg.
Lauf, Forrest, lauf! Du schaffst das! Ich möchte ihn ungern verlieren, den Bogenschützen. Jede Einheit, die man verliert, ist irgendwie eine Einheit zu viel gefühlt. Ja, und da oben ist auch noch ein Barbarendorf, um was ich mich kümmern muss. Eieieiei. So. Diesen Fluss, Kleopatra. Ja, ich möchte dir den nochmal gerne zeigen. An dem hast du dir jetzt schon so oft einen blutigen Kopf geholt, dass sie das nicht versteht, dass sie hier nicht langkommt, ja? Und Forrest muss laufen. Lauf! Falls du eine Aufwertung kriegst, du wirst Forrest. Forrest, lauf. Da hinten sind meine Elite-Bogenschützen. Oh, kommt der hier mit? Kommt der hier mit Zeug an? Schaut euch das an. Ja, ja, ich weiß, wachsen alle nicht. Ist schon gut so. Guckt euch das an, mit wie viel Zeug der hier kommt. Ah, das ist halt auch alles wirklich nur Zeug, ne? Also da ist nichts. Da ist nichts bei, was irgendwie groß Aua macht. Und er spielt immer noch Ringelpieps mit Anfassen mit dem barbaren Schwertkämpfer. Ich fasse es nicht. Oh, wo kommt der denn her? Mann, wo kommt der denn her? Warum? Nichts will ich als... Nein! Und den weisenden Stern in der Höhe. Nicht drauf geachtet. Der Mensch leidet nur, weil er... Nicht drauf geachtet. So, ich brauche den Feudalismus, habe ich gesagt. Der Brand schatzt mir da oben jetzt meine ganzen Geländefelder. Ah, ich habe einen neuen Gesandten, den ich in den Stadtstaat schicken kann. Auweia. Ich denke, es ist ein guter Zeitpunkt abzuspeichern. Kleopatra hat mir den Krieg erklärt. Ich bin gerade dabei, meine Wirtschaft weiter ins Rollen zu bringen. Einige Hansen sind bereits fertig gebaut worden. Jetzt geht es natürlich daran, die Werkstätten zu errichten, um dann die große Kriegsmaschinerie des Deutschen Reiches wieder aufblühen zu lassen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr dabei geblieben seid. Dann geht's hier nächste Mal weiter. Und wenn ihr wollt, dann einfach ein Like und ein Abo dalassen. Da freue ich mich natürlich sehr drüber. Und unter den Kommentaren bitte fleißig weiter posten. Zum Beispiel, wie gefällt euch das jetzt ohne Rahmen und Hintergrund? Besser, schlechter oder völlig scheißegal. Bis zum nächsten Mal hier. Tschüss und zifft weiter.